So, wie versprochen im letzten Video geht's hier direkt weiter. Und damit herzlich willkommen. Und ja, ich weiß, ich sag sehr oft so. Damit müsst ihr halt jetzt leben. Wir suchen ja immer noch nach Anzeichen von den Wächtern. Wir wissen, dass sie hier waren. Wir wissen auch, dass sie irgendjemanden gesucht haben. Nur wen? Das wissen wir nicht. Na, jetzt mal wieder auf den Bär einklopfen. Was nicht so einfach wird, wenn er wegrennt. Höhle! Ja. Vielleicht geht's ja da durch. Komm, lauf! Hab dich nicht so. Oh, Fake. Was für eine billige Verarsche. Da freut man sich auf eine Höhle. Und was kriegt man? Nichts. Einen Unterstellplatz. Na super. Oder warte mal. Na komm, tschakka, tschakka, tschakka. Habe ich mich jetzt hier im letzten Video vertan und... Moment, Moment, Moment. Ich muss da jetzt erstmal hoch. Nee, ich habe mich nicht vertan. Ich hatte ja gemeint, da drüben, ich glaube so ungefähr da, wo jetzt sein Kopf ist, ist schon das Lager und da kann man hin. Also da war auf jeden Fall so ein kleiner Unterstellplatz. Das ist nicht dieser hier, aber hier bin ich auf jeden Fall richtiger. Da ist ein großes Banner. Von wem? So. Da habe ich schon wieder gesagt. Das sind drei Absätze. Mal schauen, ob ich jetzt besser lese als beim letzten Mal. Jetzt bin ich doch eher durchgestolpert. Also, aufgepasst. Still no trace of him, though I fear the darkspawn in the ground below. Could he be lurking close to them, perhaps preparing to die with honor? I doubt it, but it is the only lead we have so far. I confess that this seems a fool's errand at times, given how much is at stake. Ja, aber was? We saw bandits harassing the fishermen, and we intervened. The fishermen thanked us, though I fear the bandits will return again in greater numbers, and we will not always be here to help. Nevertheless, as long as we are here, the fishermen are safe. The dreams continue, as they do every night. They make it hard for us to sleep, but we must persist. Hopefully the others will have found a solution by the time we return. In the meantime, I sing the song of Andril to myself to clear my mind as best as I can. Die anderen. This belonged to the wardens. Ja, okay. Da kannst du schon, oh Mann, ein bisschen mehr sinnieren. Wo ist er denn? Suchen irgendjemanden für irgendeinen Zweck. Und das hat sich so angehört, als wüssten die von irgendwas, dass man vielleicht dieses, ich sag mal, Wardentum heilen kann. Ist es das? Weil dann glaube ich, suchen die, oder? Doch, den Held von Ferelt. Hatte der damit auch irgendwas zu tun? Oh, da war. Da, doch, da war irgendwas hier noch im Spiel. Die Heilung des Grey Wardentums. Irgendwie so. Ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll am besten. Aber ich habe so das Gefühl, darum geht's. Es hat sich jetzt definitiv so angehört. Wo muss ich denn hin? Nach oben? Mal schauen, was das letzte Journal sagt. Ist es eigentlich relevant, in welcher Reihenfolge man die findet?
Habe ich jetzt quasi die ersten drei gelesen oder die letzten drei? Oder drei, vier und eins? Warte mal, wo ist es denn jetzt? Da. Okay, das letzte. We searched the area but found no sign. If he was here, it was some time ago. The fishermen in this area are friendly. Unlike some, they remember how the Grey Wardens fought to save Ferelden in the last blight. Though they had little, they shared some of their catch to give us a better supper than we had tasted in weeks. They even deferred to me once they saw that I commanded the other wardens, and there are few, even in Ferelden, who would watch an elf command men without pause. Aha, unser Held ist ein Elf. Dann lese ich wahrscheinlich ein wenig zu tief. They are friendly folk. After all this land has suffered in the past years, I hope they find some peace. The wardens must have moved on. They're searching for someone. Have you heard of the warden they're talking about? Can't say that I have. Whoever he is, he's drawn the wardens away from here. Richtig. So weit bin ich auch schon gekommen. Aber wer jetzt genau? Ich kann mich echt nicht erinnern. Also ich weiß, dass der Held von Ferelden... Bitte. I see all that time on your own has given you a firm grip. Ja, der Held von Ferelden, der wird auf jeden Fall später noch genannt, aber der kommt natürlich nicht vor hier im Spiel. Und Liliana hat ja schon davon erzählt, dass er sie fälschlicherweise niedergeschlagen hat, was mich immer noch ziemlich anärgert. Dieses blöde Dragon Age Keep hat er irgendeinen Mist gemacht. Naja, jetzt ist es so. Das ist zwar jetzt echt ziemlich blöd in Sachen Kontinuität, aber naja, es ist mal was Neues für mich. Ja, ich weiß. Dann noch ein bisschen jetzt ausgeruht, Potions. Könnte ich noch ein bisschen sammeln. Auf jeden Fall erfahre ich dann ja auch mal ein bisschen was Neues. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das großartig Auswirkungen hat. Aber ja, wer weiß, was dann sonst noch falsch ist. Wird sich herausstellen. Auf jeden Fall sollte es, und davon gehe ich eigentlich ehrlich gesagt aus, noch eine Nachfolge geben, also ein Dragon Age 4 sozusagen, dann werde ich ganz, 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 ganz strikt versuchen, wenn die das mit dem Dragon Age Keep weitermachen. Ach, da hinten ist ja auch noch was. Nö, geh mal in die Richtung. Das mache ich vielleicht mal alleine, einfach nur um es komplett aufzudecken. Ja, auf jeden Fall. Sollten die das mit dem Dragon Age Keep da immer noch machen, dann werde ich ganz, ganz strikt versuchen, die originale Kontinuität wiederherzustellen. Na, fall um. Einfach nur, damit es halt zu den ersten zwei Dragon Ages passt. Ah. Aber so weit muss es ja erstmal kommen. Bowstring, ja, könnte ich auch mal wieder abgeben. Um mir Vorteile zu holen. Meins. Ich hoffe halt einfach nur mal, dass das bei Dragon Age bei dieser Serie ein wenig anders läuft als bei Mass Effect Andromeda, was ja jetzt scheinbar erstmal verworfen wird. Ich meine, die machen daran nichts mehr. Das Team ist weitestgehend erstmal in andere Unternehmensteile und Aufgaben verteilt worden. Also auf andere Teile verteilt worden. Ich meine, das muss jetzt nicht heißen, dass die nie wieder was machen. Weil das ist einfach gang und gäbe. Das Spiel ist jetzt erstmal fertig. Es hat leider nicht den Erfolg gehabt, den sie sich erhofft haben. Man ist klar, dass man dann erstmal vorsichtig weitermacht.
Aber es ist ja dennoch immer noch. Es hört sich doof an. Dennoch weiterhin möglich, dass es irgendwann eine Fortsetzung in dem Universum gibt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, weil ich habe es ja noch nicht durch. Da bin ich noch ganz weit von entfernt. Kurz orientieren. Wie das Ende ist, ob das offen gestaltet ist, ob das final ist, dass das Spiel quasi für sich alleine stehen könnte. Keine Ahnung. Werde ich in 90 Stunden dann irgendwann vielleicht herausgefunden haben. Ist auf jeden Fall riesig und es dauert auf jeden Fall lang. Deswegen mache ich auch kein pures Let's Play draus, sondern spiele es im Stream und nehme vielleicht vereinzelte Folgen auf. Aber genug davon. Wir sind jetzt hier. Sind wir in. Ja, doch, das war noch Ferelden. Wir sind hier in Ferelden. Im Zeitalter des Drachens und. Warum lauft ihr hier rum? Das habe ich euch verboten. Also, ich werde es euch jetzt verbieten. So, verboten hier rumzulaufen. Nein? Ja? So, was erwischen wir alles? Schaut witzig aus. Ja. Ich mach dich giftig. Die feigen Säcke missbrauchen Hunde hier für ihre Zwecke. Das kann ich nicht gut heißen. Die gehört zu mir. Ich tue jetzt mal hier ein bisschen einsammeln. Ja, ich durfte vorhin auch mal alleine kämpfen. Also für mich ist es vorhin, für euch ist es in zwei Videos vorher, glaube ich. Kann ich eigentlich noch mehr? Nö. Komm, lass mich mal hinter dich. Zu spät. Jo, das ist jetzt noch der einzige Weg. Da hinten geht es dann zu einem Boot, mit dem man zu der Insel kommt, wo dieser Drachen ist. Aber warte mal, war hier an der Storm Coast? Nee, das war woanders. Es gibt noch was. Noch ein anderes Areal, was ähnlich ausschaut, wo auch immer schlechtes Wetter ist. Und da gibt es Bevölkerung und Quests und Aufgaben zu erledigen. Warum bist du zu? Jetzt bin ich extra hierher gelaufen. Dann ist das vielleicht eine Sache, die ich erst über die War Table aktivieren muss. Ah, das ist gut möglich. Das kann schon sein. Tja, okay, dann habe ich jetzt echt. Ja, Drängel halt. dann habe ich jetzt echt einen ganz schönen Weg vor mir da in die Ecke. Und das Video möchte ich jetzt auch noch nicht beenden. Das wäre doch ein bisschen arg kurz. Dann, wenn jetzt nichts Spannendes passiert und mir nicht irgendwas Interessantes zum Erzählen einfällt, ist es gut möglich, dass ich hier dann einfach auf Turbo schalte und dann mit 150% Videogeschwindigkeit einfach durchlaufe. Ihr hört mich dann reden wie einen Chipmunk, falls ich irgendwas erzähle nebenbei. Ich will da hoch. Hallo, lauf halt. Ist das rot? Wer macht denn sowas? Das rote Lyrium? Also das ist auf jeden Fall da in dieser Höhle, wo wir jetzt gerade nicht reingekommen sind. Oh Mann, hier gibt's ja keinen Winterräumdienst für Steine. Und doch mal hier, schaut euch mal die Details auf den Stufen an. Ja, das Wasser, wie sie rechts runterfließt. Oh. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben an einigen Stellen, da vor allem in Höhlen. Dass da echt jede Höhle so patschnass ist, glaube ich jetzt mal nicht. Aber schaut spektakulär aus. Und vor allem auch das Gras, ne? Das wird ja wirklich richtig plastisch. Oh, warte mal, hier gibt's irgendwas. Hä? Ich meine, ich weiß, hier war ich doch schon. Ach, diese Buddel da.
Ja, ein bisschen Rum. Nein, das ist Whisky. Conscription Ale. Aha, das ist von den Wächtern hinterlassen. Da schon her. So, ich würde hier echt zu gern hochklettern. Ich hatte schon... Ich würde dich gerne besteigen auf der Zunge liegen, aber es ist mir noch rechtzeitig eingefallen, dass ich das ja wohl geärgert. Und vielleicht liegt es nur an mir und das ist so eine Sache, dass die man einfach sagt, ohne irgendwelche Hintergedanken. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Schwein. Letzte Konsequenz bin ich ein Mann und wir wissen ja, Männer sind Schweine. Ja, mehr singe ich nicht, könnte vergessen. Erstens wollte ich es nicht hören, zweitens weiß ich den Text nicht. Ja, es ist noch mein Papa Schlumpf. Was haben wir denn hier? Excerpt from a journal found at a camp on the Storm Coast. I still bear the scars of his anger, but the blades care little of our past. As Trefir served his master, as Hisarion hurt the Maker, the lowest and most lost may still find their way. We will be taken care of. We need only to have faith. That's what Ivar says, anyway. Uh-huh. Okay. Ja, aber ich hätte jetzt echt Hunger. Ich habe jetzt echt Hunger. Naja, es sind ja nur noch 3 Minütchen. Dann beende ich das Video. Was ist das für eine Musik? Oh. Verheißungsvoll. Mystisch. Ja, wenn so nichts passiert, ist es irgendwie recht schwierig, was zu erzählen. Es ist jetzt echt einfach nur eine lange Wanderung. Durch den Stein, durch die Wildnis. Oh, da müsste sich doch unser Zwerg hier eigentlich mega wohlfühlen, oder? Warum gibt's denn da keine so Kommentare hier zu diesem... Das ist doch ganz offensichtlich was Zwergisches. Das muss doch hier irgendwie einen Kommentar von unserem Helden da hervorlocken, dass er ein wenig frohlocket. Geschichten aus seiner Vergangenheit erzählt. Aber nö, macht er nicht. Hält die Klappe. Da schau mal her, was haben wir denn da gefunden? Eine Höhle. Jetzt fällt mir es auch wieder ein, warum wir eigentlich hier sind. Oh, was geht jetzt ab? Wegen einem Rift. Ich bin ja wegen einem Rift hier. Das hätte ich jetzt echt schon fast vergessen. So, in den dicken Popo. Auch dir steche ich in den dicken Popo. Hey. Spider-Fangs. Spider-Glands. Spider-Icker. Oh, da brauche ich noch 5. Ah, die könnten jetzt echt mal ein bisschen mehr rausspucken wie 4. Da ist es. Ich meine, wer baut denn sowas? Ach, ich schwärme schon wieder. Das ist schon spektakulär. Ich wäre da so gern... Nagelfar. Also komm. Ich habe euch jetzt so lange gelangweilt hier mit dem Weg hier hin. Jetzt hauen wir das Viech aber auch noch zusammen. Das Viech im Sinne von das Fade Rift. Hey, wieso seht ihr mich? Wieso seht ihr mich? Wieso seht ihr mich? Ich bin jetzt da mit dem Gedanken durchgelaufen, dass mich keiner sieht. Ja, du bleibst schon hier. Oh, den nimmst du mir nicht weg. Ah, und... Du noch. Komm her, mein Bester. Feel my wrath. Okay. Geh doch mal lieber weg. Oh, das ist was zum Energizen. Was zum... Da? Warum? Was hab ich denn eigentlich gedrückt? Ja, trinkt halt was, ihr Pappnasen, ey. Wo ist er denn?
Lass mich in Ruhe. Ich muss heilen. Da waren es. Alter Schwede. Ach, den habe ich bekommen. Die sind ja. Ach, Level 12. Ja, Halleluja. Ja, jetzt gehen wir halt aus dem Weg, ey. Okay. Das ging jetzt aber auch so mega schnell. Auf einmal waren zwei Leute weg. Oh. Ja, und wenn der mich jetzt nicht geblockt hätte, hätte ich noch schnell einen wiederbeleben können. Oh Mann. Ja gut, ich mach's ungern, das Video jetzt so zu beenden, aber das war jetzt dann wirklich echt nicht pralle. Aber die Zeit ist um und ich habe echt Hunger. Ich muss was essen. Ja, also ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Tschüssi mit Ösi oder so.